Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Seif, Sie haben den Sinn unseres Antrages nicht nur nicht verstanden, sondern gar nicht beantwortet. Ich frage mich, wenn Sie das so darstellen, als sei das völkerrechtlich alles nicht verbindet, da muss ich jetzt schon die Karte rausholen, weil alle Länder aufzuzählen, fällt mir fast schwer, dass Dänemark, Holland, Italien, Österreich, die Schweiz, Schweden, Kroatien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, China, Israel, Japan, Korea, Australien und die furchtbaren Vereinigten Staaten von Amerika diesen globalen Pakt nicht unterschreiben wollen. Österreich will eine Protokollerklärung abgeben. Aber unsere Frage war ja eine ganz andere über die Protokollerklärung hinaus, ob nämlich die Bundesregierung bereit ist, verbindlich zu sagen, dass sie diesen Pakt nicht in nationales oder europäisches Recht übernehmen will, so wie wir es einmal aus dem Auswärtigen Amt gehört haben und das andere Mal als gegenteilige Bekundung. Also erklären Sie doch mal ganz verbindlich für Ihre Fraktion, wir wollen das nicht in nationales oder europäisches Recht übernehmen. Dankeschön. Der Abgeordnete Seif hat die Möglichkeit zu erwidern, aber nicht stellvertretend andere Abgeordnete aus seiner Fraktion. Wenn Sie das möchten, haben Sie das Wort.